Ein herzliches Grüß Gott bei Ländle TV, der Tag am 6. März 2015. Heute gibt es einen kleinen Bericht über den Bregenzer Maler Fritz Krütschal. Eindrücke von der Abschlussveranstaltung der 44. Bundeswinterspiele der österreichischen Berufsschulen sowie die News-, Sport- und Wetterinformationen. Am Donnerstagabend ging der Abschlussevent der Bundeswinterspiele im Illwerke-Zentrum Montafon über die Bühne. Wir waren mit dabei und haben einige Eindrücke für Sie zusammengefasst. Der Rahmen war feierlich. Die 250 Athletinnen und Athleten der 44. Bundeswinterspiele waren allesamt gut gelaunt und wurden bestens unterhalten. Unter dem Motto Sport verbindet sorgte die Tanzgruppe vom Tanzhaus Hohenems, unterstützt von der Lebenshilfe Vorarlberg, für eine tolle Show. Weiterer Höhepunkt des Abends waren dann aber auch die diversen Preisübergaben. Ex-Skistar Marc Girardelli, Sportlandesrätin Bernadette Mendl und Ministerin Caroline Meschnick hatten die ehrenvolle Aufgabe, die erfolgreichen Teilnehmer auszuzeichnen. Ganz besonders der Abend für das Team Vorarlberg. Die Lokalmatadoren gewannen die Gesamtwertung über alle Disziplinen. Es ist ein unfassbares Gefühl. Wir haben gewonnen und wir sind sehr stolz auf uns. Und es ist super gelaufen. Wir haben uns alles gegeben, was wir können haben. Und es passt perfekt. Ja. War das ein Ziel von euch, diese Winterspiele zu gewinnen? Ja, in erster Linie schon, aber es ist schon ganz gut gewesen für ein Teamzusammenhalt. Das hat zusammengeschweißt, weil man dann danach nicht kennt hat und aber man hat trotzdem Zimmer heben müssen, ohne dem geht es einfach nicht. Das ist gut gewesen. Gemeinsam wurde am Abend dann auch noch gemütlich gefeiert und auch die eine oder andere Show-Einlage durfte noch bestaunt werden. So sorgte zum Beispiel der Speed Diabolo für eine sensationelle Feuershow. Soweit also zum Abschlussevent der Bundeswinterspiele der österreichischen Berufsschulen. Und bei uns geht es weiter mit den Nachrichten des Tages im Überblick. Größtmögliche Sicherheit auch im Tunnel, das ist das erklärte Ziel der ASFINAG. Dafür werden in den kommenden 5 Jahren 1,5 Milliarden Euro in die Tunnel auf den heimischen Autobahnen und Schnellstraßen investiert. Davon fließen allein 160 Millionen Euro in die Erneuerung des 16 Kilometer langen Arlbergtunnels auf der S16 zwischen Tirol und Vorarlberg. Ziel ist, bis 2019 die Tunnel auf den technisch letzten Stand zu bringen und durch den Einsatz von innovativen Lösungen sogar darüber hinaus. Nächster Großauftrag für Doppelmayr, der Vorarlberger Seilbahnproduzent Doppelmayr hat erneut einen Großauftrag in Bolivien an Land gezogen. Das Unternehmen erhielt den Zuschlag, das schon von Doppelmayr errichtete Seilbahnnetz in La Paz El Alto auszubauen. Die Verträge wurden am Donnerstag unterzeichnet. Zum finanziellen Volumen des Geschäfts gab es keine offiziellen Angaben. Bolivianische Medien berichten von 450 Millionen Dollar. Und Raub in Rankweil geklärt. Beamten der Polizeiinspektion Rankweil gelang es, einen am 18. Dezember 2014 verübten Raub beim Bahnhofsbereich Rankweil aufzuklären. Ein 15-jähriger Schüler wurde damals auf der Bahnhofstoilette von einem 16-jährigen Burschen aufgefordert, sein Handy herauszugeben. Dabei schlug der 16-Jährige dem 15-Jährigen zweimal mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser einen Nasenbeinbruch erlitt. 5 Mittäter standen zwischenzeitlich im Bereich des Toiletteneingangs und sicherten, wie vorher abgesprochen, den Zugang. Sofort nach der Tat verkauften die Jugendlichen das Handy und teilten das Geld untereinander auf. Die Tatverdächtigen sind zwischen 16 und 20 Jahre alt und werden bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Das Vorarlberg-Museum in Bregenz stellt seit 1995 Werke des Bregenzer Malers Fritz Krütschal dauerhaft aus. Die Sammlung von über 1200 Objekten wurde von seiner Frau Carmen an das Museum weitergegeben. Unter einer Bedingung, weiß die Kuratorium für Kunstgeschichte beim Vorarlberg-Museum. Das Vorarlberg-Museum in Bregenz stellt seit 1995 Werke des Bregenzer Malers Fritz Krütschal dauerhaft aus. Die Sammlung von über 1200 Objekten wurde von seiner Frau Carmen an das Museum weitergegeben. Unter einer Bedingung, weiß die Kuratorin für Kunstgeschichte Ute Pfanner. Und die Auflage war, dass Krütschal in 2 Räumen ständig ausgestellt wird. Seit der Neugestaltung 2013 ist das nun aber nicht mehr der Fall.
denn die Bilder sind in einem Register angehängt, die von den Besuchern herausgezogen werden müssen, um betrachtet werden zu können. Ständig ausgestellt sind sie damit ja nur eben schwerer zugänglich und nur in einem Raum. Wir haben das natürlich nach Rücksprache dann mit dem Notar gemacht, dass wir jetzt die Werke so zeigen. Im Alten Museum waren sie in zwei kleinen Räumen ausgestellt, allerdings nur 40 Gemälde und jetzt sind 80 Gemälde zu sehen, also die doppelte Menge. Rechtlich gesehen also völlig in Ordnung, zumal das Museum auch die Restaurationskosten übernahm. Die Werke waren zum Teil in einem desolaten Zustand, die wurden dann sehr aufwendig von uns restauriert in Zusammenarbeit mit der Akademie in Wien. Auch die Informationen zum Leben des Künstlers sind in Schubladen untergebracht, unter den Bildern. Hier wird auch die Nähe Krötschalls zum Nationalsozialismus thematisiert. Ja, natürlich wird das thematisiert, also in der Infoschublade kann man alles darüber nachlesen und auch im Katalog, der dazu entstanden ist. Die Art der Ausstellung des Bregenzer Künstlers ist also rechtlich einwandfrei und stellt auf ihre Weise deutlich mehr Werke zur Schau als nur an den Wänden. Aber auch darauf müssen Kunstliebhaber nicht verzichten. Es gibt immer wieder eine Möglichkeit, sie offen auszustellen, wie zum Beispiel heuer in der Sommerausstellung. Da zeigen wir Kunst der Zwischenkriegszeit und dort wird auch Fritz Krötschall zu sehen sein. Die nächste komplette Ausstellung von Krötschall gibt es dann wieder 2017. Bis dahin soll auch über das Leben des Künstlers mehr in Erfahrung gebracht werden und eine Publikation erscheinen. Soweit also zu den Werken des Bregenzer Malers Fritz Krötschall im Vorarlberg Museum und bei uns geht es weiter mit den Meldungen aus der Welt des Sports. Schweres Auswärtsspiel für den Cashpoint SC Altach. Die Elf von Trainer Damir Kanadi muss im Rahmen der Typico-Bundesliga bei Red Bull Salzburg mit Ex-Altach-Coach Adi Hütter antreten. Spielbeginn in Salzburg ist am Samstag um 18.30 Uhr. Soweit zum Sport und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das erfahren Sie jetzt. VN-Umfrage zur Situation in Lech, Themen wie Zweitwohnsitze, Erneuerung in der Gemeindestube und zur neuerlichen Kandidatur von Bürgermeister Ludwig Muxl im Fokus. Mehrwertsteuererhöhung, Vorarlberger Hoteliers wehren sich. Und zu 4.000 Euro teilbedingter Strafe wurde ein Schweizer verurteilt, der im Verkehr einen Vorarlberger Autofahrer bedrängte und ihm danach mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV, der Tag. Sie sehen wie gewohnt noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Tschüss. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Eine sternenklare Nacht steht verbreitet bevor. Lokal kann sich etwas Nebel oder Hochnebel über den Niederungen vom Bodenseeraum bis in den Bregenzer Wald bilden. Die Temperaturen liegen zwischen minus 4 und plus 5 Grad. Der Wind weht mit 12 km/h aus Süd-Südost. Am Samstag herrscht vorwiegend sonniges Wetter mit nur wenigen Hochnebelbänken am Morgen. Vormittags ziehen wahrscheinlich auch noch hohe Wolkenfelder durch und können die Sonne etwas dämpfen. Nach einer frostigen Nacht wird es tagsüber schon deutlich milder. Ein Hauch vom Frühling kehrt in den Tallagen schon ein. Die Höchstwerte klettern auf bis zu 13 Grad. Auch am Sonntag anhaltender Sonnenschein im Ländle mit lediglich hohen und harmlosen Wolkenfeldern. Im Bodenseeraum ist in den Morgenstunden noch etwas Hochnebel möglich. Weiterhin zwar noch Nachtfröste, tagsüber aber dann schon frühlingshaft mild. Am Montag Fortbestand der ruhigen Witterungsphase mit verbreitetem Sonnenschein und bis in den Vormittag eventuell lokalem Hochnebel über dem Bodenseeraum. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Werte bis zu 13 Grad. Und am Dienstag ist es sonnig bei Temperaturen von 2 bis 14 Grad.